Lebenswerte Oststadt gemeinsam gestalten. Unter diesem Motto stand seit dem Jahr 2001 die gemeinsame Arbeit der sozialen Akteure, der Gebäudeeigentümer und Bewohner sowie der städtischen Fachämter im Sanierungsgebiet Soziale Stadt Oststadt. Mit gebündelter Kraft und einem erheblichen finanziellen Engagement vom Bund, Land und der Stadt Pforzheim wurden die Ziele des Programms Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf, die Soziale Stadt, zur Aufwertung des Stadtteils verfolgt. Oberbürgermeister Gerd Hager hat am Freitag zu einer Abschlussveranstaltung in das Familienzentrum Oststadt eingeladen. Dass die Oststadt nach dem Programm Lebenswerte Oststadt gemeinsam gestalten sich verändert hat, ist auch dem Oberbürgermeister aufgefallen. Die Oststadt ist ein ganz anderer, ein lebenswerter Stadtteil geworden. Ein Stadtteil, in dem es sehr viel Farbe gibt, sehr viel Grün, sehr viel Aufenthaltsqualität. Die Oststadt hat sich mehr als gemacht. Sie hat sich mehr als positiv verändert. Sie ist wirklich ein schöner Stadtteil geworden, in dem sie es leben lässt. Das Familienzentrum Oststadt ist inzwischen für die Oststädtler zu einem Treffpunkt geworden, in welchem verschiedensten Aktivitäten durchgeführt werden. Das Programm Lebenswerte Oststadt gemeinsam gestalten ist gelungen. Die Oststadt hat sich sichtlich verändert und hat einen neuen Treffpunkt für die Anwohner des Stadtteils bekommen, welcher von den Menschen gut angenommen wurde.